zwei, eins, go! Okay, jetzt. Das geht doch gar nicht. Jetzt hole ich mir. Das war gut, hab gewonnen. Das ist das Einzige, was zählt. Drei, zwei, eins, go! Es ging jetzt halt relativ fix, deswegen weiß ich, ob es alle gesehen haben. Wenn du es dann ganz professionell machen willst, dann machst du den Teil noch hier rein. Dann rollen die sich nicht ab. So, legst du hin. Zu Hause. Leg die auch mal so rein und dann rollt ihr es mal auf. Ja, das geht auch. Ja. Ne? Aber dann ist man halt für solche Wettkämpfe nicht so gut vorbereitet. Steht es jetzt 2-0 oder wie habe ich das richtig verstanden? Heute hat es einfach Klick gemacht und ich konnte es abrufen. Das war natürlich jetzt ein schöner Moment auch für mich, dass man es dann auch nach jahrelangem Training so abrufen kann heute. Ne? Was war die Hauptstadt von Deutschland vor 1990? Bonn. Richtig. Echt? Echt? Da wart ihr noch nicht dabei. Ja, ist ja unfair, ne? Die Frage. Wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? 30 Jahre, ne? Ein Pferd hat wie viele Pferdestärken? Eine. Ich glaube nicht, dass das ganz korrekt ist. Eine Sekunde mal. Wenn man das jetzt mal so physikalisch und so angeht, übertrifft ein Pferd die von Watt definierte Leistung, dann hat es mehr als eine Pferdestärke. Rennpferde leisten für kurze Zeit mehr als 10 PS. Aber deiner gestern hatte nicht mal 1 PS. Wie lautet der Slogan der DKB? Das kann Bank. Die DKB ihren Hauptsitz. Na? Ich gönne dir den Punkt. Berlin. Erzähle so schnell wie möglich einen Witz. Bitte. Treffen sich zwei Fische im Wasser, sagt der eine Hai, der andere Wo. Der dauert ein bisschen, aber der kommt. Der kommt gut. Also Hai, Haifisch, ne? Der kommt gut, oder? Habt ihr ihn? In welchem Bundesland sind wir denn gerade? Ruhig. Mach ruhig. Mach ruhig, ich gönn dir. Niedersachsen. Wie heißen die Pferde von Bibi und Tina? Amadeus und Sabrina. Wie lange gibt's die schon? War es auch vor meiner Zeit, oder? Also ich hab's in meiner Jugendzeit, also da warst du ungefähr 30, 40 so, habe ich die zum Einschlafen gehört. Also grundsätzlich auf dem Turnier dabei habe ich immer ein Pferd, einen Sattel und ganz viel Hoffnung. Kurz vorm Einritt denke ich halt hauptsächlich noch mal kurz über den Parcours nach und dann habe ich auch wieder ein Ritual. Einmal durchatmen, Schultern zurück, an was Positives denken und dann geht's los. Ich glaube, wenn ich mir eine Comic- oder Disney-Figur aussuchen müsste, mit der ich mich identifizieren kann, dann wahrscheinlich Simba. Aus König der Löwen. Zum einen, weil ich die Lieder sehr gerne mag und zum anderen, weil ich die Geschichte sehr gerne mag, aus einer Niederlage heraus die Stärke zu entwickeln, wieder ganz nach oben zu kommen. Und ich glaube, das ist ein gutes Motto. Was mich auszeichnet, ich würde sagen Zielstrebigkeit, Hartnäckigkeit und Fleiß. Wir wollten ein bisschen mehr Profilschärfe reinbringen in den eigentlichen Turniertitel und da war es für uns logisch, dass wir erstmal die Region nach oben heben, die uns auch trägt. Und insofern entstand das Wort Braunschweig und Classico sollte eigentlich unsere Internationalität unterstreichen. Und insofern steht das Turnier für sich, das ist der Leuchtturm, unter dem wir alle wohnen und die Dachmarke oben drüber. Die Marke Löwenklassik steht für Jugendförderung. Insofern ist erstmal die Jugendentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, dass auch kleine Kinder wie jetzt in der Löwenklassik Kids Trophy das erste Mal solch eine Bühne betreten dürfen, ganz, ganz wichtig. Denn wir möchten unvergessene Momente der Jugend liefern und das ist mit solchen Formaten gegeben.
Hallo und herzlich willkommen zum Clip My Horse TV Riders Club. Wir sind heute live für Sie vor Ort in Braunschweig beim Braunschweig Classico und ich habe mir dafür einen ganz besonderen Platz ausgesucht. Normalerweise sitzen Sie hier, Lothar, und das schon seit Jahren. Sie kommen seit 18 Jahren her und Sie, Uli, Sie kommen seit 14, das ist richtig. Das ist richtig. Also ich würde sagen, für die beiden ist das hier auf jeden Fall ein absoluter Klassiker. Wie kommt es denn, dass man von Anfang an hier zu diesem Turnier kommt? Ja, ich bin seit frühester Kindheit an Pferde gewöhnt. Ich bin auf einem großen Gut aufgewachsen. Und im Winter mussten immer die Ackerpferde bewegt werden. Und dieses oblag meinen Kameraden und mir, den Jungen auf dem Hof. Und wir ritten dann im Winter diese Ackerpferde. Daher kam dann auch meine Liebe zu den Pferden und zu dem Reiten. Im Jahre 2001 bekam ich mit, dass Axel Milkau zusammen mit Hans-Günter Winkler in Braunschweig ein größeres Reitturnier ausrichten will und plant. Natürlich war das für mich eine Herzensangelegenheit, sofort zu der ersten Veranstaltung hinzugehen und mit einer Dauerkarte von Donnerstag bis Sonntagsabend in der VW-Halle zu sitzen. Ich hatte immer die gleichen Plätze. Nur in einem Jahr habe ich mich geirrt und habe in der gleichen Reihe die Plätze an der anderen Seite gewählt und kam dann zu meinen gewohnten Plätzen und da saß ein Mensch. Und der Mensch sitzt jetzt hier neben uns, oder? Der Mensch sitzt jetzt neben uns und ist Uli. Wir kannten uns natürlich nicht namentlich und auch sonst nicht. Und ich machte ihm Vorwürfe, dass er auf meinem Platz säße. Er hat das natürlich in Abrede gestellt. Er hat ja auch die Karten. Ja. Und zwar für den richtigen Platz. Ja. Wir verglichen dann die Karten und ich musste ganz beschämt einen Rückzug antreten. Und wir haben das aber beide doch ins Lächerliche gezogen oder wir haben drüber gelacht. Wir haben einen sehr feinen, gleichen Humor. Wir können über die gleichen Sachen lachen. Und wir betrachten uns eigentlich wie die beiden in der Muppet Show. Wir haben genau die gleichen bösen, komischen, lachhaften, witzigen Sprüche drauf. Und die sich halt auf die Reiter und auf die Pferde beziehen und auf die Ereignisse. Und es macht einfach Spaß. Es macht sehr viel Spaß, mit Lothar hier zu sitzen. Und ich hoffe, dass ich noch, obwohl er ein bisschen angeschlagen ist, gesundheitlich noch viele Jahre mit ihm hier sitzen darf, um einfach dieses Turnier zu genießen. Und wir sitzen, wie er schon sagte, von morgens bis abends hier in der Regel und wir kommentieren alles. Jetzt verbindet sie beiden ja nicht nur der Sport, sondern gefühlt auch jahrelange Freundschaft, kann man so sagen, das oder? Das kann man so sagen, ja. Und wie wäre es jetzt, wenn einer von ihnen beiden nicht mehr hier wäre? Wie sehr würde das fehlen? Ja, das wäre schon wirklich sehr traurig, weil das ist wie eine Symbiose. Es würde ein Teil fehlen, ein Teil von einem selbst. Ich glaube, es gibt niemanden hier in der Halle in Braunschweig, der besser dafür geeignet ist, Ihnen jetzt das Championat anzumoderieren. Ja, ich freue mich, dass ich zum 18. Mal in dieser Halle sitze und die Gelegenheit habe, das Championat von Braunschweig mit 41 Startern anzukündigen, es wird eine Prüfung sein mit einem Stechen. Und bevor wir abgeben zu unserem Kommentator, haben wir noch einen kleinen Leckerbissen für Sie vorbereitet. Wir haben Andi Kreuzer und Holger Wulschner getroffen zu einer ganz besonderen Challenge.